Bereit für Ostern? Die brandneuen limitierten Osterdesigns von Team Malone und dem neuen Leute-Design sind ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt es im Shop das exklusive, streng limitierte Osternest-Design mit Blocky, Slimy, Baby, Chaos und mir. All das nur jetzt auf shop.kfw.com. Warum nehmen wir uns denn einfach eine Schaufel? Eine Schaufel? Okay, dann lass mal hier diesen Typen jetzt untergraben, okay? Was? Und was ist... Hallo! Oh mein Gott! Hopp! Hui, also heute muss ich echt sagen, ist das Wetter echt schön hier. Da kann man gerne mal hier auf dem Dachgarten sitzen. Ha, Leute, wenn man natürlich einen Dachgarten hat. Aber ich mit meiner richtig riesigen Melone hier, ich finde, der Garten hier ist schon... Leute, er hat sich gelohnt, oder? Ich meine, es war ein Investment von dergleichen, aber... Leute, wir würden nicht gern bei dem Sommerwetter hier wie heute draußen sitzen und... Oh, Leute, hey! Hey, Sie! Giftpfeile? Leute, der Typ hat doch nicht mehr alle Ohren am Kopf. Warum schießt er mich mit Giftpfeilen ab? Okay, Leute. Ich werde das... Hey! Sie da! Was machen Sie da? Au! Leute, ich habe Weakness. Okay, Leute. Ich nehme das Beweismaterial. Das werde ich nämlich einschicken, ja? Zum Militär, ja? Weil der Typ da drüben muss mal wirklich platt gemacht werden. Der kann nicht weiter so machen. Und ich sehe, der ist ein neues Stockwerk gebaut. Ja! Sieh da unten! Oh mein Gott. Okay. Der beschießt mich einfach, okay? Nicht nur, dass er mich beobachtet oder dass er mich wie letzte Folge quasi hier mit Bildern oder mit sonstigen. Er wollte sogar Babykraus aus Hirn aussaugen, ja? Leute, wenn ihr mir nicht glaubt, schau dich rechts in die letzte Folge an. Jetzt ist er weg, oder? Ey, richtig komisch. Der baut schon wieder aus. Leute, war das letzte Folge schon? Das Lila-Teil hier oben? Wir müssen die Kameras zerstören. Irgendwie. Hä, von wo schießt der Typ dann? Seht ihr ihn? Ey, keine Ahnung. Ich schau jetzt mal rein hier. Und ich glaube hier, mein Essen wird schon bald kalt hier. Und lass mal schauen hier, was haben wir denn heute so saftiges hier zu essen in der Küche in meiner saftigen Melone. Mal schauen hier. So, erstmal hier reingehen. Mal schauen, was heute so, gar nichts. Leute? Ich glaube, da habe ich wohl vergessen, irgendwas einzukaufen an Essen. Hier nix. Ne, hier scheint nix zu sein. Ein Kuchen? Aber der Kuchen ist schon von letzter Woche, also ich weiß nicht, ob... Oh, stimmt! Ich habe Pizza bestellt. Oh, warte mal, lass mich hier erstmal mit Kohle holen. Warte mal, schnell, so, runter. Ich glaube, das war meine Tür hier. So, lass mal runter schon hier. Hallo? Bist du der Pizzatyp oder ist der Nachbar? Oh, hi. Guten Abend. Melonenstraße 44, bin ich richtig. Ja, Melonenstraße 44. Ah, ignorieren Sie die Pfeile hier. Hey, sieh da. Ignorieren Sie, der macht das öfter. Ich habe eine Pizza bestellt hier, ja? Für jetzt hier ja, zum Mittagessen. Pizza, Geld, sonst nichts. Hey, wie viel Geld? Ich kann Ihnen bieten. Geld. Ich kann Ihnen Geld. Eine Cola geben. Hast du eins gegen eins Tausch? Mehr Geld. Warten Sie, meint, okay? Okay, Leute, ich frage euch mal ein Geheimnis. Ich habe kein Geld. Mal schauen. Einen Moment, ich schau kurz in meinem Tresor nach. Okay, geben Sie mir kurz, okay? Oh! Übrigens. Ja, was ist mit Ihnen passiert? Jedenfalls den Typen da drüben, liefern Sie bitte keine Pizza, der bestellt oft Fehlpizzen und der ist sehr komisch und gruselig. Der hat keinen Eingang. Der hat keinen Eingang. Ja, das stimmt. Also, zu dem bitte nichts liefern. Wo ist der? Von wo schießt der? Ach, geil. Wissen was? Ich schau kurz mit dem Safe nach, geben wir es einen Moment. Okay, Leute, wir müssen uns was ausdenken. Mal schauen. Ich hab doch ich komm gleich, warten Sie kurz. Okay, Leute, ich hab doch irgendwann mal eine Arbeit gemacht, irgendwas hier, oder einen Einbruch, oder, Leute, ich glaube, es wird ein bisschen kompliziert werden, aber, Leute, es ist ein Hindernis, aber kein Hindernis, oder, ihr seht nicht, Leute, wie ging das, okay, ich habe eine Flasche, $2 und 3 Dirt, okay, Leute, alles klar, okay, Leute, pass auf, okay, wir machen jetzt, einen geheimen Plan, okay. Ich habe gerade was gefunden. Heute ist Glückstag, ja? Ich hätte hier $2, eine Flasche. Die ist antik von König Pharao dem Vierten. Und die ist 3 Dirt. Das ist von Bill Gates selber. Ist das hier produziert worden, das Dirt, okay? Das hat einen Markenwert. Ja, genau. Und jetzt bitte die Pizza. Okay. Okay, alles klar, danke. Also, Glas.
Glasflasche. Ja, das, nee, nee, seien Sie vorsichtig. Die Glasflasche ist aus dem Ersten Weltkrieg von den alten Römern, ja. Das ist sehr antik und es hat einen hohen Wert auf dem Schwarzmarkt, okay? Also, aber also wissen Sie von, nicht von mir, okay? Heute Glückstag. Okay. Dollar-Glasflasche, okay. Okay, 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 alles klar, okay, geben Sie mir die Pizza. Okay, perfekt. Danke, ciao. Okay, okay. Jetzt haben wir unsere Pizza. Nice, hier ist meine Pizza. Alles klar. Lass mich hier so. Hammer, Mann, die Pizza schon essen hier so. Okay. Und jetzt hier ja, rechtzeitig mit ein bisschen Cola richtig schön die Nachricht anschauen. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Sie schauen Live News 24. Mein Name ist Ute Übermann. Die Polizei bemüht sich außerordentlich, den immer noch freien Kriminellen zu fassen. Falls Sie ein Problem haben oder Verdacht zu diesem Fall, bitte melden Sie sich unverzüglich bei der örtlichen Polizeistation. Alternativ sind auch wir 24/7 unter der Festnetznummer 444 für Sie erreichbar. Außerdem wurde Live News 24 von Außerirdischen eingenommen und ist nun Teil des Galaktischen Imperiums. Bitte rufen Sie umgehend nach Hilfe. Die Aliens haben vor, mich zu fesseln und dann in den dunklen Raum einzusperren. Okay, also, soll ich jetzt Angst haben um mein Nachrichtencenter hier, egal. Wisst ihr was, Leute? Ich werde doch wirklich die Polizei rufen, ja? Die haben schon eigentlich recht hier. Man sollte nicht wirklich die Polizei rufen bei solchen Fällen. Und das habt ihr mir auch alle in die Kommentare reingeschrieben. Deswegen, Leute, werden wir heute versuchen, vielleicht die Polizei zu rufen. Problem ist nur, ich habe kein Handy hier oder gar nichts. Und, genau, ich wollte mich wieder umziehen, weil wir haben schon immer noch diese Lederhosen aus den Alpen hier. So, und der schießt wieder mit Pfeilen hier. Okay. Ich will heute mal sagen, wir ziehen Team Melone an. Team Melone Ozone ist ein richtig cooles Design hier. So schon richtig schön bunt hier. Wie ihr es auch haben wollt, ist streng limitiert noch immer bis Osterdienstag. Ich glaube, nur noch 2 Wochen im Shop, ja. Also die Zeit wird schon weniger. Holt ihr jetzt sofort, wenn ihr es haben wollt, auf shop.gravity.com für Ostern, damit ihr es rechtzeitig noch bekommt hier. Weil es kann sein, dass zu Ostern die Lieferzeiten länger werden, wenn alle dann draufkommen. Oh nein! Ich habe nichts mehr am Nest! Ihr wisst, wer das ist. Okay. Mal schauen. Ich hätte so die kleine Idee heute gehabt, dass wir vielleicht... Okay. Okay. Leute, wenn das so ist, ich glaube, wenn es so weitergeht, mache ich eine Ausbildung. Was macht der Nachbar? Da mache ich eine Ausbildung zum Bogenschützen. Wo fährt der hin? Hey! Hey, Sie! Hey! Hey! Hey, wo fahren Sie denn hin? Oh mein Gott, okay, okay, okay. Oh, oh mein Gott, sorry. Ich töte dich. Hey, wo fährt er denn bitte hin? Hey, Hauptsache, ich konnte bei ihm einsteigen. Aber das heißt, er ist gar nicht zu Hause, oder? Der hat eine Rampe gebaut hier. Okay. Sie ist am Rasenmähen endlich mal. endlich mal den Rosenmann. endlich mal den Rosenmann. Ich wollte Ihnen schon sagen, das ist äußerst überwachsen hier. Also, oh, sie mähen gleich alles weg. Nicht ein bisschen Grünzeug stehen lassen irgendwie für den Frühling jetzt, oder? Ola ist weg, okay, alles klar, oha, ey, das ging ja richtig schnell, also, ich kann nicht wieder mal ausleihen, also bei mir wächst auch ein bisschen Unkraut, aber, mein größtes Unkraut wohnt hier drüben in dem Haus drin, na gut, aber es sollte eigentlich nicht zu Hause sein, oder? Das heißt, Leute, mit, und ich sehe gerade, das ist ja betoniert, seht ihr das? Leute, kann ich jetzt, warte mal, stopp, das heißt wohl, ich komme nicht mehr rein, oder? Hey, Sido. Nein! Oh, der hat hier zu betoniert. Herr Franzl, ja, was gibt's denn hier? Oh Leute, der hat eine Rampe hier. Herr Franzl? Die Schaufel, was ich da gegeben hab. Oh, hier? Die Schaufel, ja, warum denn? Ich bräuchte die noch. Brauchen Sie die wieder? Privatgebrauch. Privatgebrauch. Für was brauchen Sie denn? Ich brauch's was. Kann ich die nicht irgendwie. Kann ich die noch nicht noch ein bisschen ausleihen? Ich brauch sie. Ja. So trinke ich. Sonst ertrinken sie. Okay, dann nehmen sie halt die Schaufel wieder. Ich komme eh nicht mehr rein, weil der Typ hier alles voll gebaut hat mit diesen komischen Betonzer. Aber Leute, der zieht es auch konsequent durch hier, oder? Der hat hier alles zu betoniert. Hey, sie! Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Okay. Was willst du denn da hinten? Ich wollte nur ihr Land begutachten. Ey. Ja? Komm! Ey, oh mein Gott, ey, der schießt. Könnt ihr mir bitte aufhören, mich abzuschießen? Ey, Nachbar, wie wär's denn, wenn Sie Ihren Zaun niedriger. Au, lol. Der hat mich ja durch den Zaun geschossen, ey. Leute,
da hinten? Hast du Nein! Angst? Hast du Angst, Kleiner? Hast du Angst? ja! Eigentlich schon! Ey Leute, der hat... Mir fällt's gerade auf! Der hat hier... Hey, Sie! Warum haben Sie denn... Warum haben Sie denn Ihre Leiter von Ihrem Baum aus... Oh mein Gott! Der hat die Leiter abgebaut! Das geht dich gar nichts an. Okay, Leute, der Typ ist absolut krank hier. Aber, ey, der macht einem nicht gerade einfach einzubrechen hier. Ich glaube, der passte hier ein bisschen... Leute, was war das gerade? Hallo, Herr Mr. Franz... Oh, Leute, dafür bist du die Schaufel gebracht. Oh, ich brauch's noch für was anderes. Was bauen Sie hier an, wenn ich fragen darf? Ist das Schlüssel? Wir bauen eure Handys, aber... Handys? Au! Das war ich nicht. Das war der, der mich abgeschossen. Das war ich nicht. Ey, wo ist der? Ey, Leute, kann ich den nicht einfach anzeigen oder so? Ey, locker, ich seine Pfeile als Beweismaterial. Herr Franzl, oh Leute, ne... Seit wann haben Sie eine Garage? Da kommen wir so mit. was? Hä? Wie viele Fahrzeuge haben Sie denn? haben Sie auch, haben Sie überhaupt einen Führerschein? Herr Franzl? Ich hab mal hier in die Alpen gemacht, auf der Skipiste. Auf der Skipiste haben Sie den Führerschein gemacht, okay. Und hier bauen Sie irgendwie Ihren Garten, oder? Das wird mein Swimmingpool. Ihr Swimmingpool, okay. Sagen Sie, was glauben Sie, hab ich da in Jetski da drin? In Jetski? Achso, fürs Pool, gell? Und die Badewanne? Okay, alles klar. Haben Sie ein Handy? Irgendein Telefon hier im Haus? Ich muss doch schnell jemanden anrufen. Ich hab eins eigentlich aufgerissen, aber die Polizei die ist... Sie haben ihr Handy gegessen? Wissen Sie was? Genau, ich will die Polizei rufen. Wie kann ich die Polizei rufen? Weil die Nachrichten von nämlich irgendwie, wenn sie Tipps haben zu diesem Räuber, dann sollen sie es anrufen oder so. Haben Sie irgendeine Handyanleitung, Bindung, irgendwas? Oh, Sie müssen nur da auf zur Scheune und noch 2 Meter links. Zur Scheune? Meint sie, wo der verrückte Bauer wohnt? Soll ich die eventuell vielleicht tiefhören oder passt schon? Nee, ich glaube, ich finde schon hin. Also, ich will ihre Garage da nicht irgendwie. Au! Hey! Okay, Leute, jetzt reicht's mir. Okay. Leute, Anzeige. Okay, warte mal. Kann ich mir vielleicht den Rasenmäher kurz ausleihen oder ein Auto? Können Sie ausleihen. Das Auto, okay. Sie müssen noch die Hand. Ach, wisst ihr was? Leute, ich gehe einfach sofort, okay? Vorne bei der Scheune, sagen Sie? Ja, sicher. Direkt neben der Scheune. Okay. Komm ruhig schnell. Ich hoffe, der Spaß bleibt noch, wenn die Anzeige da ist, okay? Ja. Ich werde die Polizei rufen. Sie können mich... Ja, schießen Sie mich nur ab. Ich nehme Ihre Pfeile, Ihre Bogenpfeile als Beweis. Okay, auf geht's, Leute. Leute, wir tun... Der Typ hier. Ja? Sie werden noch lachen im Gefängnis dann. Leute, ich kenne keinen Spaß mehr, okay? Jetzt reicht's mir. Der Typ hier hat genug komische Spielchen getrieben mit seinem komischen, riesigen, bunten Haus hier. Hauptsache ist der Bushaltestelle. Busplan? Oder gibt's einen Busplan? Okay, alles klar. Ist das hier irgendwie die Zelle, die er meinte, dieser Österreich? Okay, alles klar. Ich schau mal hier. So, zack, zack, zack. Wie war die Nummer? 444. So, 4, 4 und 4. Hallo? Okay. Guten Tag. Sie sind verbunden mit dem Polizeihauptquartier. Ja? Wenn Sie ein Verkehrsdelikt melden wollen, wählen Sie bitte die 1. Hey! Wenn Sie mit der Kommandozentrale sprechen wollen, wählen Sie bitte die 2. Oh mein Gott. Leute, was wollen wir? Laufenden Haustieren, wählen Sie bitte die 3. Hey, warte mal. Leute, was war das erste? Um die Option zu wiederholen, drücken Sie 1, die 4 1, und bestätigen 1, Sie mit 1, der Raute-Taste. Raute. 1. Oh mein Gott, hab ich richtig... Aus Sicherheitsgründen hey! Ist dieses Gespräch aufgezeichnet. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, geben Sie dem Mitarbeiter bei Gesprächsbeginn Bescheid. Oh, kann ich wieder Warteschleife? Guten Morgen, Sie sind verbunden mit Beate Michaeli. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich würde gerne jemanden anzeigen. Der Typ ist nicht gerade sehr klug. Er schießt mich mit Pfeilen und hat möglicherweise meinen Sohn Babychaos-Freund entführt. Okay, haben Sie kurz Zeit? Können Sie beim Polizeiquartier vorbeikommen? Wo ist denn das hier? Gibt's hier ein Polizeiquartier? Au! Richtung Hör doch! Ich weiß nicht, ob Sie die große Scheune kennen? Die große Scheune? Direkt dahinter. Dahinter, okay, und dort sind Sie? Dort sind wir an der Rezeption, einfach
einfach vorbeikommen. Okay, alles klar, bis dann. Okay. Wiederhören. Hey, wo ist der Typ jetzt hin? Ey, Leute. Seht ihr das? Seht ihr das hier? Ey, Leute, ich muss mir meine Kamera holen, okay? Leute, wie wär's, wenn ich mir eine Kamera kaufe und irgendwie, keine Ahnung, dass ihr alles fotografiert? Ach, keine Ahnung, okay. Hey, und hier war doch dieser eine Bauer mit den Aliens, oder? Der den Nachrichten war, Leute. Erinnert ihr euch? Aus Live News 24, ich glaube, das war letzte Folge. In Folge 3 von Deep, unbedingt anschauen, wenn ihr es verpasst habt. Okay. Und hier hinten in dem Tunnel, Alter, wie riesig ist die? Ist das Viertel hier eigentlich? Hier? Oh, Police steht da. Ich glaube, hier bin ich richtig, kann das sein? Police? Policia? Oh, ich sehe da schon jemanden. Okay. Leute, wir zeigen den Typen an, wegen, Mordes oder irgendwie sowas, und wegen, mögliche Entführung von, Minderjährigen, von meinem Sohn, keine Ahnung, irgend sowas, und, ja, irgendwas wird sich schon ergeben, der Typ hat so viel Kohle, und wegen Besitz von illegalen Waffen oder irgendwelchen komischen Sachen, keine Ahnung, Hallo, kommen Sie einfach rein. Ah, Sie sind die vom Telefon, die Beate, wie ist sie? Beate Michaeli heiße ich. Beate, okay, jedenfalls, ich würde gerne eine Anzeige aufgeben, ja, über meinen Nachbarn. Mhm. Oh, Kollege ist gerade im Einsatz. Oh, im Einsatz ist er gerade, okay. Ja, bitte jedenfalls, nicht stören. Ich würde gerne eine Anzeige aufgeben, denn er hat mich, wie sie, oh, meine Pfeile, jedenfalls, hier sind die Pfeile, mit denen er mich versucht zu beschießen und zu vergiften. Aha, und, aha. Ja, also das werden sie einfach feststellen, wenn sie in die Nähe von seinem Haus gehen. Haben sie wahrscheinlich jetzt selber mitgebracht, nehme ich an. Ja, weil er hat sie in meine melonige Haut rein geschossen. Okay, haben sie dafür Beweise? Also wenn sie mitkommen, ich kann dir gerne zeigen, wie er mich die ganze Zeit abschießt. Alles klar, ich komme mit. Okay, und in seinem Haus hat er einen geheimen Folterkeller, okay? Wo mein kleiner Baby Chaos Flow eingesperrt ist. Ich habe ihn sogar gehört. Aha, okay. Sie glauben mir nicht, oder? Ich mal einen Durchruf beim Kollegen. Bevor wir losgehen, damit er sich um die Einsatzstelle kümmert, ja? Okay, okay, alles klar, machen Sie einen Durchruf. Hallo? Hier ist, wir haben hier gerade einen, was? Einsatz und ich glaube, der Typ ist nicht ganz beisammen, also vielleicht schon mal die, Psychologen rufen, Krankenwagen, hey! Nur schon mal, damit das klar ist. Dankeschön, wiederhören. Hey, ja? Haben Sie gefurzt oder wer war das? Nein. Oder war das Ihr Kollege? Ach, egal. Jedenfalls, was ich sagen wollte, haben Sie ja über mich gesprochen? Was? Nein, lass uns, losgehen. Okay, okay, dann gehen wir los, ja. Ich sehe, wie die Dinge sind. Aber ich kann Ihnen gerne das beweisen, okay? Der Typ hat nämlich in seinem Haus Ketten hängen, okay? Und er hat Rüstungsstellen. Und er hat ein Bild, wo er seine dunklen Pläne zeigt, okay? Okay. Dass er das Hirn aussaugen will. Das klingt sehr glaubwürdig. Ey, Sie glauben nicht, aber Sie werden wirklich staunen, wenn Sie sehen, okay, was die Realität hier zu bieten hat. Ich kenne die Situation. Manchmal habe ich auch so Albträume und dann bin ich aufgewacht. Nein. Und das Gefühl, keine Albträume. Genau, wirklich passiert. Okay, kommen Sie mit. Da vorne nämlich, in der Telefonzelle, wo ich angerufen habe, stecken Pfeile drin von ihm, die er alle auf mich geschossen hat. Also die Telefonzelle, in der Sie sich als letztes befunden haben und Sie haben auch Pfeile aus Ihrem Haus mitgebracht, da stecken Nein. Ich habe nicht mal einen Bogen, ja. Ich habe eine Lederhose und ein bisschen Pizzaboxpapier. Okay. Ah, und wie ich wahrscheinlich sehe, der Typ hat die Pfeile aufgesammelt anscheinend. Der ist nämlich, Sie müssen... Okay, hören Sie mir zu. Ich glaube, okay. Das hört sich wahrscheinlich sehr komisch an, aber der Typ ist nicht normal, ja? Gucken Sie sich dem sein Haus an. Okay, es sieht aus wie ein schön ausgebautes Haus. Nein, ey, ist der Kollege? Ja, das ist der Kollege, der ist gerade im Einsatz, bitte nicht stören. Okay. Sehen Sie das? Der hat hier Fallen aufgebaut. Also, der Kollege auf einem Spielplatz. Offensichtlich, ein gut gesichertes Haus mit Fallen, ja? Wie auch von der lokalen Polizeistelle, gesagt wurde, am besten gegen das Bärenproblem hier. Okay. Dann erklären Sie, warte mal. Okay, alles klar. Also hallo, ich frage Sie, ob Sie hier noch hier, da ist er, gehen, das ist er. Keine Bärenfallen. Und er schießt die ganze Zeit mit Blitzen und Kettensägen, hat er. Guten Tag, wir sind hier zu einer Routineüberprüfung. Ihr Nachbar, ist mit dem alles okay? Bei dem, Ich weiß nicht, der ist nicht. Hey, nein! Hat er, glaube ich, nicht geschlafen, okay, oder so. Lass uns rein. Wir gehen rein. Ihr Anwesen anschauen oder soll ich einen Durchsuchungsbefund? Ja. Ja, wir können rein. Ich eigentlich. Jetzt kommt das Gefängnis für Sie, ja? Aufwachen! Hey! Nein, Bühne noch aufwachen! Ihr habt nichts gestohlen! Aufwachen! Okay, also ihr scheint ein intensiver, jedenfalls.
Okay. Den Kollegen bitte nicht stören, sofort. Der ist gerade im Einsatz. Okay, jo, jedenfalls. Wir können screen. Hier einmal uns umschauen. Ja, ja, sehen Sie hier diese Rampe? Die ist nicht staatlich genehmigt. Das kann zu Unfällen führen. Die Rampe, haben die Sie Rampe für die Rampe eine Genehmigung? Ja. Ja, habe ich. Okay, dann zeige ich Sie mal Ihre Genehmigung her. Einen Moment, die habe ich leider gerade nicht zur Sie Hand, können die Papiere auch später an die Polizeistation faxen. Ja. Das nein, das muss ich sofort machen, oder? Nein, das ist keine Eile. Okay, alles klar, ja okay. Papiere egal, okay. Bereit haben. Er kann ja nicht damit rechnen. Guten Tag, Officer, wie ist Ihr Name? Guten Abend. Mein Name ist Friedrich. Friedrich, okay. Dann lass mal hier das Anwesen betreten. Let's machen, so. Okay. So. Also, was Sie sehen hier, der Typ hat Ketten rumhängen. Okay, Sie sind wahrscheinlich in der Produktion von Dörrfleisch, ist das korrekt? Ja, das Ding ist, ich räuchere hier. In der was? Sie räuchern hier. Ja. Sie räuchern hier, das habe ich mir direkt gedacht. Meine Freundin, die räuchert auch. Bei der Hey, was so machen aus. Sie? Der hat Ketten, der will hier. Oh, okay. Ja, okay. Das ist. Ja, außerdem. Haben Sie selber geräuchert? Sollten Sie mal probieren. Absolut. Okay, Köst. Alles klar. Ja. Okay, wenn das. Okay, kommen Sie mit. Okay. Dort unten. Hä? Hier war ein Keller. Hier ging es runter in den Keller. Okay. Er hat bestimmt zugemacht. Okay. Er hat alles zugebaut. So mach sie auf. Hobbybereich für mich. Ich habe keinen Keller. Doch, sie haben einen Keller. Er lügt. Ich habe einen Keller. Können wir vielleicht mal in die obere Gucken Sie sich das Bild an. Ja. Sehen Sie dieses Bild? Haben, aber hier ist kein Keller. Das Bild ist eine normale Nase. Und seine Nase ist ultra lang, weil er ein Lügner ist. Das ist jetzt einfach persönlich beleidigend. Das Okay. Kann man das jetzt nicht zeigen? Wir können uns ja hier auf einem menschlichen Niveau unterhalten. Okay, und was mit dem Bild hier? Warum ist hier ein dunkler Wald mit einem Reh? Der sehr gruselig aussieht. Sehr schönes Bild. Wirklich, ja, danke. Das schönes Naturbild. Das habe ich steigern können. Okay. Steigern können? Ja. Auf neulich auf der Kunstauktion. Okay, kommen Sie mit. Da habe ich aber gleich 10 davon geholt. Er versucht bestimmt alles zu vertuschen, aber kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen jetzt den ultimativen Beweis, dass dieser Typ ein kranker Psycho ist. Ich kann verstehen, dass Sie momentan Probleme haben wegen Ihrem Verlust. Er hat hier nämlich Lüfter einfach so aufgebaut, damit man nicht eindringen kann. Ja, wenn mir heiß ist, es wird ja heiß. Also. Ich meine, ich denke, er hat ja auch mehrere Stockwerke. Da. Jeder weiß ja, je höher man kommt, desto hitziger wird es im Haus. Alles klar. Das ist absolut verständlich. Ist okay. Dann, außerdem ist der Geruch vom Dörrfleisch bzw. vom Räuchern ja auch nochmal... Okay, dann bitte ich Sie einmal hier durch dieses Bild, weil da kann man durchgehen und sich das obere Stockwerk anzusehen. Ja? Okay. Das ist ja lächerlich. Ja? Ich weiß, Sie haben gerade Probleme zu Hause in Ihrer Familie. Doch, hier ist ein Geheimgang. Ich frage nochmal, sind Sie sich sicher, dass das alles wirklich passiert ist? Der Typ hat das. Nein, er versucht zu vertuschen. Es ist so ein mieser Penner hier. Okay, Da habe ich gerade beleidigt. Tut mir sehr leid, dass wir Sie hier jetzt so belästigen müssen. Okay, Frau Dr. Polizeiofficer. Der Herr Nachbar kann Ihnen gerne erklären, wie man in die oberen Stockwerke kommt, weil dort sind die Beweise, die er nicht vertuschen kann. Dort oben. Oberen Stockwerke? Ja. Es gibt noch obere Stockwerke, das habe ich das von außen. Richtig, dann erklären Sie doch mal, wie man da hochkommt. Das sind Vogelhäuser. Das ist kein Vorgehäuse. Habt ihr etwa eine Dinosaurier? Vogelhäuser, irgendwie müssen die ja Zugang haben. Ja, da muss man ja. Das Ding ist, das ist eine geschützte Art und wenn man da irgendwie in ein Nest reinfuscht, dann werden die ganz Körre im Kopf und fangen an, Leute mit. Ein Vogelnest? Darf ich fragen, welche Art von Vögeln sie züchten? Ja, das sind die Albatross-Spatzen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. So eine schöne Rasse. Nein, das gibt's nicht. Es gibt Albatross-Spatzen. Die Albatross-Spatzen sind die stehen unter der Dusche. Ich würde gerne trotzdem einen Blick hier hochwerfen, weil der Nachbar, wenn er nichts zu verbergen hat, kann er. Das würde ich nicht machen. Ich als Vogelschützer und Vogelliebhaber. Von außen gibt es vielleicht eine Leiter. Ja, gibt es vielleicht einen Außenbereich. Oh, stimmt. Er hat gerade die Albatross-Spatzen da umgehen. Das geht leider nicht. Sie können ja vielleicht zeigen. Sie können vielleicht ihr Baumhaus zeigen. Hören Sie, ich habe das Gefühl, dass der gute Mann hier nicht Ruhe geben wird, bis wir uns alles angeschaut haben. Das heißt, wenn Sie nicht möchten, dass wir mit einem Durchsuchungsbefehl nochmal vorbeikommen, dann zeigen Sie doch bitte jetzt einfach einmal das Dachgeschoss. Nein, zeigen Sie uns das Dachgeschoss. Das Dachgeschoss? Ja. Sind Sie sicher? Die Dachgeschosse. Drei haben Sie nämlich. Das kann ich nicht verantworten. Ich bin Vogelliebhaber, dann müssen Sie mir den Durchsuchungsbeschluss bringen. Er ist kein Vogelliebhaber. Der Durchsuchungsbeschluss kann einige Wochen dauern, dann können wir uns da nochmal zurückmelden. Okay, dann durchsuchen Sie mal seine Taschen. Ja? Er hat eine Kettensäge. Das dürfen wir ohne Durchsuchungsbeschluss ebenfalls nehmen. Und wie lange dauert der? Warum so komisch? Ich habe hier wirklich eine Kettensäge, aber die brauche ich natürlich zum Arbeiten an dem Haus. Ja. Nein, aber er hat keine Lizenz. Hä?
Lizenz. Man braucht keine Lizenz. Braucht man keine Lizenz. Ja. Die können sie im Baumarkt kaufen. Ha! Wo ist ein Baumarkt? Na, ich nehme an, in der nächsten Stadt ist doch der Baumarkt. Ja. Okay. Okay, alles klar. Okay, wissen Sie was? Ich bin fertig hier. Ja? Der Typ hier versucht alles zu vertuschen und niemand glaubt mir. Okay, es tut mir nochmal sehr leid hier. Ja, das ist halt. Ich meine, okay. Er ist ja noch jung und hat die Fantasie, weißt du? Das da? Ist immer anstrengend. Okay. Ich kenne das ja noch von da. Also, das gibt also, Nachspiel. Das gibt Nachspiel. Wir nehmen jetzt weitere Anrufe von ihm erstmal nicht wirklich ernst. Also, ich bringe sie. Sie können raus, ja gerne nicht ihren Keller öffnen, wenn sie so zuversichtlich sind mit dem Haus. Wo soll denn hier ein Keller sein? Okay, wissen Sie was? Okay. Okay. Frau Polizistin? Ja? Ich werde demnächst wieder vorbeikommen und ich werde Ihnen Beweise liefern, okay? Alles klar, wenn Sie handfeste Beweise haben, können wir nochmal reden. Bis dahin bitte rufen Sie unsere Nummer nicht mehr an. Okay. Dankeschön. Warum? Ja. Es war doch in den Nachrichten, rufen Sie Polizei bei Verdacht und ich denke, der Typ ist der in den Nachrichten, aus den Nachrichten. Verdammt, Der Typ, der eingebrochen ist mit Dings, das ist der, glaube ich. So eine blühende Fantasie. Bei begründetem Verdacht. Ja, er hat... Ja. Okay. Wissen Sie was? Okay. Wissen Sie was? Okay. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich werde die Beweise liefern, okay? Okay, machen Sie das. Okay. Machen Sie doch endlich auf. Ist das nicht Selbstjustiz und das ist verboten? Junge, Sie gehören verboten. Sie sind ein böser Nachbar. Und jetzt rücken Sie endlich mein Babykasten raus. Hilfe, Polizei. Okay, Leute. Banze, mach es hier auf. Er hat den Typ eingesperrt? Oh, oh. Banze. Ach so, Leute. Wenn Sie den Ötscher in der Wehrmacht dass Sie das Wasser zum Schmelzen bringen, dann nehme ich Sie aber fest. Okay. Ich hab nichts gemacht. Okay. Ja, sicher haben sie was gemacht. Okay, Leute, jetzt wird's doch egal. Ich geh jetzt mal nach Hause. Leute, habt ihr den? Leute, wie kann ich Beweis liefern? Der Typ ist so next level. Der vertuscht alles. Okay, Leute, die glauben mir nicht. Leute, was soll ich tun? Schreibt mir bitte eure Vorschläge in die Kommentare, weil ich hab... ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, bis zum nächsten Mal. Abonniert mich für Minecraft Deep. Nächste Folge sollte dann kommen am Sonntag um 12 Uhr. Geht's weiter. Abonniert mich, lasst mir ein Abo da. Aktiviert die Glocke unbedingt. Lasst ein Abo hoch, da haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Bereit für Ostern? Die brandneuen limitierten Osterdesigns von Team Malone und dem neuen Leute-Design sind ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt es im Shop das exklusive, streng limitierte Osternest-Design mit Blocky, Slimy, Baby, Chaos und mir. All das nur jetzt auf shop.kw.com.